Ja, Vollkommen. Jan, kurze Vorstellung bitte. Ja, wo kommst du her? Ja, Kühe, Audix? also genau, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, vom Niederrhein, direkt an der Grenze zu Holland. Wir haben hier als Exot mehr oder weniger 100 Fleckviehkühe, haben jetzt vor 2 Monaten nochmal 30 tragende Fleckviehrinder dabei gekauft, den Bestand ein bisschen aufgestockt. Ja, und da hatte ich so nebenbei noch ja, von Mastis halt erfahren und ja, wollte es eigentlich mal ausprobieren. Hab das mehr, ja, hab das jetzt mal, mal angefangen, aber eigentlich geht dadurch, dass wir jetzt ja 30 Kalbungen zusätzlich on top hatten, voll in meinem Sinn halbherzig gemacht. Aber Bedenken, ja, was man so hat am Anfang, ja, dass das ja, irgendwie nicht funktioniert oder warum auch nicht. Weil eigentlich so mit Zeltern hatten wir eigentlich wenig Probleme, Euterentzündungen eigentlich auch ziemlich gering, immer so um die 100.000, 150.000 Zellen. Aber trotzdem ja, bin ich auch der Ansicht, wir müssen Antibiotika einsparen, auch ja, in Zukunft, ja, Zukunftsgedanken. Und ne, ist eigentlich ja, ein guter Test gewesen, um das mal auszuprobieren. War es einfach, war es schwierig? Die Umsetzung, also von mir aus, also wenn man die Anleitung sich mal einem ruhigen Abend eine halbe Stunde lang vernünftig durchgelesen hat, war der Test eigentlich jetzt nicht schwierig, auch von der praktischen Umsetzung halt. Wir hatten halt den Bebrüter dabei gekriegt, da wo alle schon dachten, wir fangen jetzt noch mit Legehennen an, bei uns zu Hause. aber Sehr nachdem wir das gut. dann geklärt hatten, war das auch gut. Ja, und das, ja, der Bebrüter auch, wenn man ein kurzes Durchlesen von der Anleitung, dann hat das eigentlich auch ziemlich gut funktioniert. Nämlich, genau. Genau, ich habe bis jetzt, ich habe das auch direkt mitgeschrieben und alles. Wir haben jetzt acht Kühe getestet und eigentlich 50-50, also die Hälfte waren Gramm negativ. Da habe ich dann auch nur Schmerzmittel gegeben. Wir haben sie noch so mehr oder weniger ausgeheilt, also das ist auch keine negativen Erfahrungen gehabt, dass es irgendwie der Test jetzt irgendwas Falsches angezeigt oder dass ja, auch nach, nö, die, da sind eigentlich alle wieder normal. Nach, ja, 1, 2 Tagen waren die Flocken weg und die Kühe eigentlich wieder normal. Und bei den, ja, Gram-Positiven halt normale Antibiotikagabe, weil jetzt eine Kolioid-Entzündung dabei, ja, die haben wir dann auch, ja, zu spät eigentlich noch behandelt, weil ja noch die 2 Stunden mit dem Test abwarten wollten und ja, die dann eigentlich. Das war aber eigentlich unser Fehler. Ja, ich hätte man das erkennen können, dass eine schlimmere Euterentzündung war. Da hätte man direkt reagieren müssen. Ich glaube, an dem Abend, bei der hatte ich auch Schmerzmittel nicht gegeben, weil er irgendwie an dem Abend nicht mehr passt oder vergessen wurde. Und das war aber, glaube ich, eher unser Verschulden. Wie hat dir die WhatsApp-Gruppe gefallen? Eigentlich war okay. Ja, ich meinte eigentlich bei meinen Tests eigentlich ist nicht großartig noch jemanden fragen zu müssen, welches Ergebnis da vorlag. Für mich war das eigentlich immer ziemlich eindeutig. Auch man hat ja eigentlich die Kuh im Blick gehabt, wenn das jetzt ein fraglicher Test gewesen wäre und dann aufs Euter oder auf das allgemeine Befinden der Kuh geschaut hätte, hätte man sich, glaube ich, das auch ableiten können. Okay. So, aber nee, aber auch mit dem Drenchen oder so, wie die anderen jetzt schon gesagt hatten, dass ist ja doch immer interessant, nochmal, ja, nochmal vielleicht noch ein bisschen intimer, sage ich jetzt mal, mit einem kleineren Kreis von Berufskollegen sich auszutauschen, weil da erfährt man doch wieder den einen oder anderen kleinen Kniff, wie man was besser machen könnte. Und ja. Ja, abschließend noch. Was würdest du anderen Milcherzeugern raten? Ja, einfach ausprobieren, solche Sachen. Das sind so solche Tests oder solche Neuerungen in der Milchviehhaltung, gibt es immer wieder. Also, da muss man immer ein bisschen dranbleiben, was es so alles gibt. Und dann, ja, ist einfach mal ausprobieren. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, dass das nicht funktioniert hätte und ja, im schlimmsten Fall eine Kuh verloren hätte, weil der Test ihr was anderes angezeigt hätte und man auf den Test gehört hätte. Aber ich glaube, die sind alle so weit erforscht, dass, oder alles, alle Sachen, die auf den Markt kommen, sind so weit ja, Ja. erforscht, dass die wirklich, nee, wirklich schlimme Ergebnisse da nicht mehr rauskommen könnten. Und dann einfach ausprobieren, auch ja, wenn man sagt, es sind schon wieder hier 100 Euro, dann 200 Euro. Ja, aber es ist eine Euterentzündung, die man
frühzeitig erkennt oder ja, jetzt in dem Fall hier nicht mit Antibiotika behandeln muss, ja, ist auch wieder gespartes Geld. Das ist. Noch ein Schlusssatz? Gibt es noch was, was du loswerden möchtest? Ich weiß auch auf Dauer vielleicht, ja, vielleicht ein Gerät entwickeln. Also wir hatten bis jetzt nur den alten Hemmschoff-Test, wo man eben die Temperatur nicht einstellen konnte. Und dann ist halt, ja, der musste man sich den Bebrüter da mehr oder weniger beikaufen. Vielleicht da am Anfang schon direkt der Hinweis, dass man sich vielleicht den Hemmschoff-Test oder vielleicht nur den Bebrüter nur zur Probe des Mastis halt mal auszuleihen, den aber nachher wieder an Kugi mehr oder weniger zurückzuschicken und sich dann den Hemmschoff-Test, also das temperatureinstellbare Gerät zu holen, weil ja, ich sage, jetzt habe ich zwei Testgeräte Im Nachstehen, ja. und ich sage ja, der Bebrüter, ja, das ist auch nichts für auf Dauer. Da hatte ich jetzt am Anfang auch ein bisschen Bauchschmerzen, den dann nachts im Stallbüro laufen zu lassen, Ah, okay. weil es da doch ziemlich einfach verbaut ist. Und ich sage jetzt, ich bin jetzt immer überlegen, mit den besseren Helmschoff-Test zu holen, dass man halt ein Gerät hat, wo man Ah, normale okay. Helmschoff-Tests mit Mastisite auch testen kann. Wenn du dich als Masticide-Testbetrieb bewerben möchtest, klicke jetzt oben rechts. Unten rechts erfährst du, wie Ulrich Westrup von der Westrup Koch Milch GbR mit über 600 Kühen gezielt Antibiotika und Geld spart.